In Myanmar sind auch am Montag wieder Zehntausende Demonstranten gegen den Militärputsch und die Inhaftierung der de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Naypyidaw setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Obwohl dabei einige Demonstranten verletzt wurden, gingen die Proteste weiter. Die sozialen Netzwerke spielen eine wichtige Rolle bei der Formierung des Widerstands gegen die militärischen Machthaber. Der Zugang zum Internet war deshalb von der Armee blockiert worden, inzwischen wurde die Sperre aber wieder aufgehoben. Am Sonntag hatten im ganzen Land viele Menschen gegen die Militärregierung demonstriert. Es waren die größten Proteste seit der Safran-Revolution, die dem Land 2007 demokratische Reformen gebracht hatten.